Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es einmal um das Thema Schlüssel für die, beziehungsweise nicht Schlüssel, Funkfernbedienung für die Standheizung. Da kommt es ab und zu hin und wieder mal vor, dass im Display aufleuchtet Standheizung, Batterie, defekt, leer. Ich weiß jetzt nicht genau, was da steht. Auf jeden Fall die Funkfernbedienung, da möchte das Auto quasi, dass man die Batterie austauscht. Da benötigt man eine extra Batterie für. Das ist jetzt nicht nur beim CLS so, sondern auch mehrere Modelle. Ich glaube, ML hat auf jeden Fall so einen Schlüssel. Ein paar mehr. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer hat noch alle so einen Schlüssel für die Standheizung oder so eine Funkfernbedienung. E-Klasse kann ich mir auch gut vorstellen, C-Klasse, sämtliche Standheizungen, die original von Mercedes sind. Ja, und da tauschen wir jetzt einmal die Fernbedienung aus, die Batterie. Er zeigt Fail, weil Tank, glaube ich, auf Reserve. Da ist was passiert. Auf jeden Fall, wir tauschen einmal die Batterie aus. Geht ganz schnell und ich würde sagen, los geht's. Ja, was benötigt ihr für eine Batterie? Zum Beispiel von Warta V28PXL. Kauflink alles unten in der Videobeschreibung. Das ist so eine kleine Batterie, die da reinkommt. Mit einem kleinen Schraubenzieher hier an der Seite. Das Ganze aufhebeln und da habt ihr schon die kleine Batterie. Steht hier plus minus drauf. Innen drin. Hier ist einmal aufgezeichnet, wie die da rein soll. Plus auf die Seite. So, fertig. Schon sitzt das Ganze wieder drin. Ja. Und leuchtet auch auf. Ist jetzt im Moment Fail, weil erstens ist der Motor schon warm und zweitens ist Tank auf Reserve, da funktioniert die Standheizung eh nicht. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man die Batterie für die Standheizung, für die Fernbedienung wechseln. Ja, schreibt mal unten rein, was es alles so für Modelle gibt, wo ihr kennt oder wer so eine Standheizungsfernbedienung hat. Ja, ganz einfach. Ich hoffe, dem einen oder anderen habe ich mit diesem Video weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, lasst ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.